Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, wir schreiben heute den 23. Juni 2016 und das bedeutet, dass morgen endlich Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2016 Rio erscheinen wird. Für Nintendo Wii U, auf dem Nintendo 3DS sind diese Spiele bereits draußen und ich persönlich habe mir das Ganze nicht für Nintendo 3DS geholt, das heißt, ich weiß jetzt nicht viel über das Spiel bisher, aber ich dachte mir vielleicht einfach, um dem einen oder anderen von euch die Entscheidung zu vereinfachen, schauen wir uns einfach mal so ein paar Trailer an, die ich zusammengabeln konnte über das Spiel. Seit 2008? Ja doch, seit 2008 erscheint es regelmäßig. Ich glaube, es ist 2008. Leg mich da jetzt nicht hundertprozentig fest, aber ich bin schon ziemlich sicher. Da sehen wir zunächst mal, Mario und Sonic sind natürlich dabei. Also die Idee ist im Prinzip immer bei jeder Olympischen Spiele gibt es eine Kollaboration zwischen Mario und Sonic. Und welche Mario-Charaktere da sind, Sonic-Charaktere da sind und sie zusammen Sportspiele machen. Da rechts sehen wir Bum Bum und drüber ein Roboter aus dem Sonic-Universum, der sehr stark nach Dr. Eggman aussieht, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest vom Gesicht her geht das schon sehr stark in die Richtung. Die scheinbar Rugby spielen, denn ja, Mario greift sie hin. Rugby wäre mal richtig cool als Sportart. Einen Freund zum ultimativen Heldenduell herausfordern. Also natürlich mehr Spieler, das ist klar. Rechts sehen wir einen Fußball, links wie gesagt ein Rugby. Und das Feld, wenn ich das richtig erkenne, soll das auch ein Rugbyfeld darstellen. Links davon sehen wir die gewohnte Tatarbahn für Leichtathletik. Weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielt. Zunächst wählst du eine Seite. Okay, gut. Dann haben wir doch jetzt ein bisschen was zum Anschauen. Also sehr interessante Charaktere, die wir hier links sehen. Donkey Kong, Waluigi, Yoshi, also die Mario-Fraktion ist da. Und rechts die gute Sonic-Fraktion, Mecha Sonic ist da. Das ist immer sehr schön zu sehen. Und ein Kremlin. Fragt mich nicht warum. Ich bin sogar ziemlich sicher, der heißt Kremlin. Der steht aber irgendwie bei Sonic drauf. Kann sein, dass ich mich da jetzt irre. Ich weiß nur, in Mario Smash Football war es definitiv ein Kremlin, aber ich glaube schon, dass das tatsächlich so heißt. Also von daher. Aber ja, genau, man wählt dann Kapitän und dann wählt man sich ein Team aus. Runde 1 Tischtennis, okay. Oh. Okay, also das ist, glaube ich, ein Charakter aus Sonic Lost World, wenn ich mich nicht irre. Und da spielen wir Tischtennis gegen Luigi. Ich kann mir vorstellen, dass es einigermaßen schwieriges Tischtennis zu implementieren in ein Spiel. Ob man da allzu viele Möglichkeiten hat, weil das halt ein relativ kleines Spielfeld ist. Aber schauen wir mal. Ja, also es funktioniert im Prinzip wie Mario Power Tennis. Nur dass man Mario Power Tennis eben nur Mario Tennis hat. Und die Maxi-Pilze und hier scheinbar nicht, aber trotzdem funktioniert es sehr, sehr ähnlich. Das okay ist, weil es gibt ja sehr viele Spiele, so das scheint Rugby zu sein. Dr. Eggman liegt auf dem Boden und Knuckles ist warum auch immer mit ihm in einem Team. Dann wiederum hat Mario zweimal Bum Bum im Team, also von daher keine Ahnung. Yoshi links, Daisy rechts. Ja. Oh, das scheint mir doch ein Foul gewesen sein, okay, aber Versuch. Und ich kenne mich jetzt nicht genau mit den Regeln vom Rugby aus. Ich kenne mich ehrlich nur wirklich mit American Football aus, was ein bisschen anders funktioniert. Aber scheinbar darf er hier als Kicker den Ball über diesen Pfosten kicken. Und der Pfosten liegt ziemlich niedrig. Das scheint nicht so schwer zu sein, aber dann gibt es scheinbar einen Punkt. Wow. Ja gut, hat wohl nicht zum Sieg gereicht. Trotz allem. Wenn du die CP gewinnst, schaltest du deinen Gegner aus und aktivierst eine Bonuskarte. Okay. Wer mehr Spieler übrig hat, gewinnt. Okay, ich weiß gar nicht, was diese Ach so. Ah, und der Kremlin ist jetzt ausgeschaltet. Okay. Stärkt den Kampfgeist der Mitglieder von Team Mario und verbessert ihre Leistung. Okay, man erhält da scheinbar. Ich glaube, das ist so ein ganz spezieller Modus, bei dem man im K.O.-Modus immer wieder gegeneinander antritt in verschiedenen Spielen und dementsprechend seine Charaktere immer wieder aufbessern kann. Das erscheint extrem interessant. So einen richtigen Competitive-Mode, der über einen längeren Zeitraum geht. Oh, da bin ich absolut für.
Mögen die Spiele beginnen. Ah, Fußball ist auch wieder dabei. Fußball ist immer etwas, was bei den Olympischen Spielen relativ kurz kommt, da es ja die Fußball-Weltmeisterschaft gibt, die relativ groß ist und in der Regel bei vielen Mannschaften nur die U21-Spieler hingeschickt werden. Aber hier spielt es natürlich eine entscheidende Rolle, was cool ist, weil das hier ist halt richtig, also Mario Splash Football und Super Strikers Start Football ist ja sehr lustig, aber es ist halt nicht Fußball im klassischen Sinn. Und es kam zu ewig kann es mehr raus. Okay, Boxen ist auch wieder dabei nach die Sports. Schau mal, wie der Lucky Two im Hintergrund steht und chillt. Das ist auch da. Man, scheinbar hat jeder drei Leben und eine Art Leiste, mit der kann man vielleicht einen Superschlag machen. Oder so. Ich weiß nicht. Oh, cool. Okay. Motorradrennen. Macht Yoshi einen perfekten Stunt. Also man versucht so ein bisschen, habe ich das Gefühl, aus allen bekannten Mario-Spielen was reinzubringen. Wie gesagt, ein bisschen was aus Super Smash Football und Strikers Charged Football. Ein bisschen was aus Mario Kart. Ein bisschen was aus Mario Tennis. Und das verarbeitet man hier. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Muss man natürlich schauen, wie sie es umsetzen in diesen unterschiedlichen Modi. Aber ich finde, das sieht gut aus. Und hat trotzdem so einen Moment der Eigenständigkeit. Genau, wie gesagt, erscheint morgen für Wii U. Aber ja, da seht ihr schon dieses Intro, was wahrscheinlich bei der Olympiade auch so laufen wird, wie es bei der EM lief. So, was haben wir denn da für Charaktere? Also, das sind jetzt die Mario-Charaktere. Okay. Also, der einzige, der mich jetzt wirklich überrascht, ist der links von Rosalina, Mopsy. Diddy ist auch dabei, neben DK. Okay, das ist cool. Bowser Jr. haben wir ja schon gesehen. Und Wendy und Iggy sind da. Nee, Quatsch. Nicht Iggy, sondern Wendy und Lemmy, oder? Ja, weiß ich gar nicht genau. Kann man durcheinander kommen. Und hier sieht man die größte Anzahl von denen, die man noch vorher sehen konnte. Das ist gut. Ja, genau, die aus Sonic Lost World. Die ist eigentlich ziemlich cool. Na, ihr beiden. So, jetzt haben wir wieder dieses Rugby-Spiel und ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so sehr mit Rugby aus, aber Sonic, ich glaube, das ist ein bisschen unschön gestoppt, meinst du nicht? Also nur so Idee. Oh, Diddy, den erwischen sie nicht. Ja, da kommt so schnell durch. Oh, das ist ein epischer Boxkampf. Okay, wir sehen was Neues. Es gibt auch Pfeil und Bogen. Das ist definitiv was Neues. Kann ich mir vorstellen, dass es mit dem Gamepad ziemlich gut funktioniert. Und tatsächlich, die Leichtathletik kommt wohl zum Tragen. Passt natürlich sehr gut zu Mopsy, weil Mopsy sowieso immer unterwegs ist und am Rennen. Aber dann haben wir scheinbar auch damit irgendeine Form. Das finde ich schon mal sehr gut. Genau, jetzt sehen wir wieder das Radrennen, was wir gerade schon beobachtet haben. Was hat Rosalina gerade gemacht? War das Hochsprung? Sah für mich ein bisschen nach Hochsprung aus, wenn ich mir die Sanddüne angeschaut habe. Oder habe ich mich da jetzt irgendwie dramatisch getäuscht? Ich habe nur gesehen, dass sie irgendwie gezaubert hat. Ja, ich glaube, es ist Hochsprung, aber ich weiß nicht genau. Und das scheint ein Siegeszug zu sein. Das macht man eigentlich. Das sieht eigentlich sehr, sehr schön gemacht aus. Also, man hat in Paper Mario schon, beziehungsweise in Paper Mario und Super Mario RPG, diese Kolumnen am Ende gehabt. Quatsch, nicht Kolumnen. Wie heißt das? Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Aber auf jeden Fall Umzüge danach. Mit diesen riesigen Figuren. Und das macht man scheinbar auch hier, wenn etwas gewonnen oder wenn jemand gewinnt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Oder als Einzug. Wäre auch möglich. Oh, Volleyball. Volleyball ist wieder da. Auch sehr schön, weil Volleyball ist in der Regel ziemlich lustig. Vor allem mit Mario und Sonic-Charakteren.
Also ich glaube, soweit sind die wichtigsten Sportarten vertreten. Das ist jetzt wieder Fußball, jedoch scheint es mir eher Streetball zu sein. DK, ernsthaft? Ich meine, du bist ja jetzt nicht der Beweglichste, aber du bist fünfmal, oder gut, dreimal größer als er. Ja, was auch immer. Hey, Tails! Oh, oh, der sah schön aus. Also, ich finde das Spiel sieht bisher sehr interessant aus. Und jetzt sehen wir mal die 3DS-Version. Hat eine... Ja, ich glaube, das ist Schwedisch oder... Het Netherlands. Okay, dann ist es Holländisch, wie es scheint. Ist auch egal, auf jeden Fall eine germanische Sprache. Und ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus. Hier haben... Aber man, ich habe es deswegen aufgenommen, weil man relativ gut einzelne Sachen erkennen kann. Also hier haben wir Weitsprung. Und das wird es auch auf der Wii U geben. Hier haben wir... Weitwurf. Golf ist dabei. Also es scheint... Also auch Mario Golf ist eingebaut, es scheint wirklich eine Vielzahl von Spielen zu geben. Da haben wir wieder Fußball, das haben wir ja schon mal beobachten können. Okay, ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alles im Blick. Also rechts unten haben wir das Motorradfahren, links daneben Leichtathletik. Ah ne, links daneben ist auch nochmal Motorradfahren. Gut, dann ist das rechts vielleicht auch Weitsprung. Ja doch, rechts kann auch Weitsprung sein. Das da drüber mit Rosalina scheint da doch irgendwie Stabhochsprung zu sein vielleicht. Daneben Golf, dann Volleyball. Das da links kann ich jetzt nicht wirklich erkennen. Drüber Fußball, rechts davon Tischtennis, rechts davon Bogen. Was sehr, also mit dem Gyro-Sensor, wusste ich das auf dem 3DS, das kann man mit Sicherheit auch gut machen auf der Wii U mit dem Gamepad. Drüber Boxen, links davon Schwimmen, links davon Reiten. Ah, Reitsport ist auch dabei, okay. Und links davon schon wieder Sprint. Ich frage mich halt, ob das... Vielleicht ist das eine ein 100-Meter-Lauf, das andere ist ein Staffellauf oder so. Könnte ich mir schon vorstellen. Oder das eine ist ein 100-Meter-Lauf, das andere ein Hindernislauf. Sowas in der Richtung. Ja, schaut sehr stark danach aus. Voetball. Also wenn das Holländisch ist, dann entschuldigt, dass ich kein Holländisch kann. Aber ja. Wie gesagt, das ist für ein 3DS. Das könnt ihr euch auch jetzt schon holen. Wenn ihr wollt, aber ich persönlich möchte solche Spiele viel lieber auf der Wii U spielen. Von daher warte ich da selbstverständlich drauf. Okay, tatsächlich, hier haben wir Weitwurf. Und ist das jetzt Stabhochsprung? Achso, nee, das ist was ganz anderes. Hat sie irgendwas mit ihrem Ring gemacht? Ja, das ist ein Hindernislauf. Boxen? Tischtennis, der hat bis zum letzten Moment gechillt. Und schwimmen, hey, sehr schön mit Unterkameraperspektive. Ja, Cheater. Mechasonic. Und hier nochmal ein Blick auf alle Charaktere. Ist schon eine sehr, sehr große Auswahl. Und tatsächlich auch mehr in Mario Party. Ich finde es ein bisschen lustig, dass Bowser Jr. mit Pferden scheinbar assoziiert wird. Okay. Und von Koopaling ist Roy noch da. Sieht man im Hintergrund. Und Knochentrocken kann man erkennen. Auch sehr spannend. Ah, habt ihr das gesehen? Da kann man Münzen irgendwie abtreffen und dann kriegt man Punkte dafür. Das ist so Darts-mäßig. Hier reiten. Und man hat Steinblöcke als Hindernis, okay. Also man merkt, man gibt sich immer noch sehr, sehr viel Mühe, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufzudrücken, was ich prinzipiell sehr positiv finde. Ja genau, Volleyball sah irgendwie ein bisschen anders aus im Intro, aber okay. Boah, die Hindernisse sind ja fies. Also das schaut jetzt doch alles ein bisschen anders aus. Ich glaube aber, das sind einstellige Modi vielleicht. Oder kleine Minispiele, die man nebenher machen kann. Okay, das ist schon mal interessant. Man muss sich scheinbar beim Start, muss man scheinbar schon irgendwie die Knöpfe drücken, um genug Energie zu sammeln und direkt loszustarten. Ja, komm Mario. Du schaffst bestimmt gegen Sonic zu rennen, der so schnell ist wie der Schall. Gute Idee. Gute Idee und... Okay, die Mies sind spielbar.
Ich kann mir, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass es auf der Wii U auch der Fall sein wird. Von daher, ich sag, ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit dem Spiel beschäftigt, von daher entschuldigt, wenn diese Sachen schon feststehen, aber genau, natürlich geht es auch um 3DS nur mit dem New Nintendo 3DS, das sollte klar sein. Nur der hat Amiibo-Support. Wobei es da, glaube ich, ein spezielles Gerät gibt, was gibt mit dem ab? Schon ein bisschen Cheat Hugo, oder? Ja, ich glaube nicht, dass er das zugeben würde, dass er gerade gecheatet hat ohne Ende. Aber gut. So, und dann den letzten Trailer für heute. Jetzt haben wir wieder Wii U-Footage. Ich wollte euch das einfach mal mit dem 3DS Edition drin zeigen, damit wir so einen Vergleichspunkt haben. Oh, Mopsy. Habt ihr gesehen, wie sich Mario gerade vorbeigecheatet hat an Sonic und Mopsy? Mario, das habe ich nicht ernst gemeint. Hey, cool, süß, der Tote, der eine Kamera im Hintergrund. Aber auf der Wii U sieht es schon deutlich besser. Also, klar, es ist die viel stärkere Konsole, aber trotzdem. Okay, die Toads haben zwar ein bisschen ein komisches Gesicht, aber deswegen würde ich gut aus. Und das scheint mir tatsächlich sehr interessant zu sein. Das hat der Rosalina vorhin schon gemacht, wo man irgendwie, Choreografie ist es, glaube ich, sowas in die Richtung. Aber, hey cool, Mario Luigi fahren. Jetzt, ich weiß doch nicht, was es mit diesen speziellen Modi auf sich hat, den man mal gesehen hat. Da haben wir auch einige schöne Fahnen im Hintergrund. Finde ich schön, dass man versucht, das Publikum einigermaßen gemischt darzustellen, damit es so wie ein großer Block aussieht. Oh, Wacky. Ich glaube, das wird ultra lustig. Das muss ich wirklich sagen. Und das auch. War der Ball gerade 5 Minuten in der Luft, bevor der runterkam? Wie cool ist das denn? Okay, jetzt sehen wir wieder 3DS-Footage. Ja gut, okay. Gut, das kennen wir ja. Haben wir grad, uns gerade angeschaut. Ja, was haltet ihr davon? Also, wenn es euch interessiert hat, könnt ihr morgen in den Laden gehen, da erscheint das Spiel bei uns. Für die Wii U, wenn es euch auch für den 3 oder für den Nintendo 3DS interessiert, könnt ihr es auch da holen. Denkt aber dran, Amiibo-Support gibt es nur für den Nintendo 3DS. Und es kommt natürlich nicht neu raus, dass wir mal schauen, ob es noch da ist oder nicht, aber ansonsten finde ich das Spiel sehr, sehr spannend. Ich überlege auf jeden Fall sehr stark, es mir zu holen. Ich finde, die Modi sehen natürlich zum einen sehr Olympia, oder sehr nach Olympia aus. Das hat man jetzt nicht viel verändert, aber soll man ja auch nicht. Und sieht eigentlich sehr solide aus. Muss uns natürlich schauen, wie die Spiele dann sind, aber würde mich eure Meinung interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare und wir sehen uns dann.